Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alicia Online Fohlen. Heute geht es wieder weiter mit meiner Apfelschimmelzucht, denn es fehlt noch ein klein bisschen was bei meiner Roxy hier. Ja, und ich stehe hier immer noch mit meiner Roxy und wir werden jetzt versuchen, noch einmal den Apfelschimmel weiter zu züchten. Denn ich möchte unbedingt weiße Mähne haben, das wäre ganz toll. Und der Kontrollwert muss noch besser werden. Das heißt, ich muss wieder ein Pferd entlassen und das wird das Neue hier sein. Das hatte ich in der Zucht ganz kurz drin, habe es aber wieder rausgetan, kurz vor der Zeit. Weil, ja, mit denen haben halt echt nicht so viele gezüchtet. Von daher ist das nicht so schlimm. Und ja, das ist völlig okay. So, ich bin gespannt, ob heute eventuell irgendjemand in der Zucht drin ist. Oh, er ist sogar noch drin hier. Oh, ich finde ihn so wunderschön. Hätte ich nicht gedacht, dass der noch drin ist. Final ist nicht mehr drin von gestern, deswegen lösche ich den direkt mal. Ich gucke trotzdem erst nochmal in der Zuchtliste rein. In die Zuchtliste rein, Entschuldigung. Ob noch ein paar andere sind, die vielleicht ein bisschen günstiger sind und auch weiße Mähne haben. Bei, ja, ich könnte auch schwarze halt nehmen, ne? Also, ist jetzt alles nicht so dramatisch. Ist ja noch super viel Potenzial nach offen übrig. Von daher, alles eigentlich noch voll im grünen Bereich, hier 10.000. Aber die Herzen werden auch schon wieder weniger. Oh je, yeah, das ist immer, ja, das ist immer doof. Oh, du siehst auch wunderschön aus, nämlich auch gleich mal. Oh, du hast aber tatsächlich, nee, du hast mehr Tempowerte. Okay, habe ich falsch gesehen. Ich wollte schon sagen, noch Tempo sage ich schon. Kontrollwerte, ich habe schon lange kein Dingens, kein Kontroll mehr gesagt, deswegen komme ich jetzt immer noch zur Kontrolle. Ja, nicht so wirklich viele, du bist halt viel besser, aber der Schweif, wir wollen gar nicht erst anfangen, so einen hässlichen Schweif zu bekommen. Finde ich zumindest. So, was haben wir denn noch so für Kontrollwerte? Ja, ich würde es vielleicht tatsächlich mal versuchen. Level 7. Mit 14.000 ist es okay. Wellige Mähne, schwarz und schwarz. Könnte wieder weiß ergeben. Ja, wer weiß. Irgendwie ist es ja momentan so extrem random. Und 77 ist halt auch nicht so viel. Oh, du bist so schön. Ich würde es gerne nochmal mit dir versuchen. Du bist aber zu teuer. Ja, wir versuchen es mal mit Atexa. Finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, vielleicht schwarze wellige Mähne dann zu bekommen. Finde ich auch sehr schön. Das wäre zwar mein Traumpferd, aber darauf kann man denn ja nochmal hinzüchten. Es geht mir darum, dass es ein bisschen mehr wird von der Kontrolle her. Könnte sein, dass vielleicht ein bisschen was dazu kommt, vielleicht aber auch nicht. Wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Probieren geht über Studieren. Und ja, ich weiß nicht so genau, wie das mit den Apfelschimmeln jetzt hier weitergeht, weil meine Apfelschimmelzucht ja jetzt schon so lange her ist. Übrigens ist mein Pferd auch auf Zuchtchance 1. Hallo. Ah, du gefällst mir optisch leider nicht ganz so. Ah ja, ich habe übrigens mein Pferd auch ein bisschen gelevelt. Das ist jetzt zumindest schon auf Stufe 7 anstatt auf Stufe 6. Nee, doch nicht. Hä? Doch, Stufe 7. Ach Gott, ich bin heute wieder so verpeilt. Es tut mir leid. Manchmal bin ich auch verpeilt. So. Freilassen. Versuchen wir es weiter mit denen? Oh, ich würde so gerne mit denen versuchen, aber leider ist er zu teuer. Oh, Moment, ich muss nochmal in die Zuchtliste gucken. Ich bin mir heute ein bisschen unsicher. Oder wir versuchen es tatsächlich erst einmal mit grauer Mähne. Können wir auch machen. Hier mit denen zum Beispiel. 20.000 ist wieder okay. 20.000 hat auch einen guten Tempowert. Machen wir es mit denen? Okay, ich muss ja nicht gleich immer auf die Farbe, die ich gerne möchte. Grau ist auch okay. Dann machen wir das erstmal in Grau. Wer weiß, vielleicht ergibt ja auch Schwarz und Grau Schwarz. Oder Weiß. Wäre zwar sehr unwahrscheinlich, aber warum nicht? Vielleicht ergibt es auch ein ganz anderes Wert. Das könnte natürlich auch sein. Hast du denn gute Kontrollwerte? Ja, da wäre ich mit zufrieden sogar. Schade, schade, dass mir die Fellfarbe nun nicht so ganz gefällt. Lang, Palomino, wellig. Ach Gott, das wäre ja sogar noch sehr, sehr schön, wenn mir das gefallen würde. Ist leider so gar nicht mein Geschmack. Es tut mir leid. Ich muss das freilassen. Oh Gott, sowas tut mir wieder in der Seele weh, eigentlich sowas freizulassen. Ich hätte es natürlich auch wieder in die Zucht stellen können. Aber heute möchte ich einen Apfelschimmel rauskriegen.
Und ja, deswegen bitte Daumen drücken, dass es vielleicht klappt. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? So, der erste Apfelschimmel. Bitte, 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 steig mehr, steig mehr. Ah ja, einigermaßen okay. Bitte, bitte, hab lange Mähne. Machen wir sofortigen Wachstum dann gleich? Komm, wir machen einfach mal sofortigen Wachstum. Das erste Mal, dass ich sofortigen Wachstum nehme. Aber ich glaube, ich habe auch genug Sachen dafür da. Okay, jetzt gucken wir mal. Oh nein! Windschatten hat leider keine Mähne, die ich haben möchte. Ach, wie schade. Oh, dann muss ich es doch wieder freilassen. Und die Karotten schwinden. Aber ich möchte heute wirklich vorankommen und gleich eins mit langer Mähne bekommen und einen besseren Kontrollwert, damit wir vorankommen. Deswegen muss es auch wieder freigelassen werden. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Wir schaffen das. Glaubt mir, wir schaffen das. Ich muss ihn natürlich noch einloggen. Hab ich ihn denn behalten? Blast. Ja. Oh, jetzt sind die Herzen natürlich schon wieder so extrem gefallen. Und ich liebäugel immer noch so sehr mit diesem Pferd, aber wir versuchen es trotzdem weiter mit Blast, weil, ja, weil es einfach so. Ich brauche nicht immer irgendwie einen Grund. Mein Gefühl, ich höre einfach viel zu oft auf mein Gefühl, muss ich sagen. Manchmal, oder ganz oft, täusche ich mich da auch. Aber ich fühle mich trotzdem besser dabei. Ach Gott, schon wieder so eins. Apfelschimmel Nummer 2. Lang und wellig. Yay. Sehr, sehr schön. Da hätte ich da direkt einfach mal besseren Wachstum nehmen sollen. Gleichen Wachstum, aber egal. Hat ein kleines bisschen bessere Werte. Ja, Gesamtwerte sind ein bisschen schlechter. Obwohl... Na, ich habe ja schon geskillt, ne? Nee, dann ist es doch besser. Ja, es ist ein bisschen besser. Mein kleiner neuer Windschatten. Das heißt, wir werden dann auch mit Windschatten weiterzüchten das nächste Mal. Beziehungsweise, wir sind noch nicht fertig. Ich kann dann nochmal einmal was anderes weiterzüchten. Das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, ich kann Roxy entlassen. Und dann haben wir das nächste Mal Windschatten zum Weiterzüchten. So läuft das doch ganz gut. Okay. Also, Roxy... Würde ich dann einmal freilassen. Wir müssten einmal das Pferd wechseln. Dankeschön. So, Roxy einmal freilassen. Und dann züchten... Ich würde es echt nochmal versuchen, einen Schimmel zu züchten. Vielleicht haben wir heute ein bisschen Zuchtglück. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Moment, ich muss direkt mal auf meine Schneeflocke und mal gucken, wie sie so aussieht. Müssen wir sie nochmal pflegen? Bestimmt, ne? Nee, immer noch Zuchtchance 1. Sehr schön. Schade, dass die Zuchtchance 2 so mega weit hinten ist. Okay, dann gucken wir nochmal in die Zucht rein. Suchen einmal Schimmel mit Tempowerten. Weil da müssen wir dann natürlich bei Tempo bleiben. Oh mein Gott, siehst du wunderschön aus. Leider bist du zu teuer. So, haben wir denn bitte ein Pferd, das ungefähr bei den Werten rankommt? Zumindest ein bisschen. Die hier zum Beispiel. Aber 40.000 ist zu viel. Ja, 20.000. Leider einen nicht so schönen Schweif. Ich würde es trotzdem mal mit auf die Liste machen, um dann nochmal weiter zu gucken. 20.000. Du siehst gut aus. Einmal hinzufügen. 15.000. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Natürlich, die Herzen schrecken ein ganz klitzekleines bisschen ab. Die nehme ich auch mal mit drauf. Bestimmt ist meine Liste gleich voll. Ich gucke trotzdem noch einmal hier. Nee, ich habe echt Angst, dass... Oh, du bist wunderschön. Ich habe echt Angst, dass so ein Schweif da rauskommt, den ich nicht haben möchte. Ich füge dich trotzdem mal hinzu. Ja, ist voll die Favoritenliste. Habe ich mir schon gedacht. 30.000. Oh, ich hätte sich so gerne so ein Pferd wieder... Ja, ich hätte das letzte Mal, wo ich das hatte, nicht entlassen sollen. Aber da war ich so extrem auf die Werte fokussiert. Oder ich versuche es mit 40.000. Aber dann kann ich nicht so viel züchten. Ich möchte wirklich nicht so viele Karotten dann ausgeben. Wollen wir es mal versuchen trotzdem? 40.000 ist zwar echt blöd eigentlich, aber naja.
Denjenigen oder diejenigen, die das Pferd gehört, die kriegen ja auch was Gutes daraus. Von daher versuchen wir es mal. Wir versuchen es einfach mal. Man muss immer denken, die Karotten sind für einen guten Zweck. Derjenige oder diejenige, die das bekommt, die freuen sich darüber. Und den kann man sich auch freuen. Und dann haben wir direkt mal keinen Schimmel. Oh, 66. Golden Kiwi. Oh mein Gott, klingt das niedlich. Was hast denn du? Kurze Mähne. Ach, schade. Der Name, der ist irgendwie süß. Oh, den könnten wir auch auf Deutsch nehmen. Goldene Kiwi einfach. Finde ich irgendwie ganz cool. Okay, also ich würde bis runter auf 1 Million Karotten vielleicht noch bleiben und dann aufhören. Weil, wie gesagt, ich möchte meine Karotten nicht verballern. Komisch, beim Schimmel kommt immer wieder eine Antonia raus. Das ist unglaublich. Oh mein Gott, mit gutem Tempowert. 176 ist okay. Hallo, wie heißt denn du? Ich weiß nicht, ich nenne es mal kurz Mixi. Aber bestimmt hast du keinen guten... Nein! Oh mein Gott! Oh Gott, ich bin total übersteuert, Entschuldigung. Es ist wirklich Mixi! Wir haben Mixi zurück! Spitze Mähne, lange, dicker Schweif. Nur plus 1 zwar, aber 91 Tempo. Ich weiß gar nicht, wie viele Antonia hatte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir spitze Mähne rausbekommen. Okay, ich bin jetzt überfordert. Jetzt bin ich aber sowas von überfordert. Oh Gott, ich müsste rechnen. Ich kann nicht rechnen. Wie viel hatte denn Antonia als Grundwert? Warum steht das nirgendwo? Ich weiß es nicht. Ich kann einfach nicht zurückrechnen. Theoretisch müsste man 30 mindestens zurückrechnen. Aber ich glaube, man hatte immer noch mehr Aufstiege, oder? Ich bin mir echt nicht sicher. Es wäre dann 90. Oh mein Gott, kann irgendjemand von euch zurückrechnen? Ich bin da echt so blöd und noobig zu, um das zu machen. Wie viel Grundwerte sie da hatte, wenn sie jetzt auf Klasse 30 ist. Ich weiß es nicht. Weil hier 30 dazu, das wäre ja dann schon wieder mehr als die Antonia. Jetzt ist nämlich natürlich die Frage. Die Frage aller Fragen. Ist Mixi besser als Antonia? Weil dann würde ich versuchen, Mixi zu leveln. Und dann würde ich Antonia das nächste Mal freilassen. Ist zwar schade, weil ich habe mich so an den Namen Antonia gewöhnt. Aber das ist Mixi. Unser Mixi. Ich habe gesagt, wir kriegen ihn irgendwann zurück und da ist er. Oh Gott, ich drehe total durch hier. Ich drehe total durch. Ey, es tut mir echt total leid, aber damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, dass es einen Mixi gibt. Und ich liebe spitze Mähne bei den Dunkelbraunen. Total klasse. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Wir haben jetzt erst einmal 2 kleine, wunderschöne, süße Fohlen. Mit entweder langen, dicken Schweif oder welligen Schweif. Finde ich beides sehr, sehr super. Bin ich total froh drüber. Ich habe wieder spitze Mähne. Mega, wir gehen wieder zurück zur Ranch. Ja, was soll ich tun? Keine Ahnung. Kann mir jemand mal einen Tipp geben von euch? Das wäre total zauberhaft. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.